Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Online Parts. So, als erstes nehmen wir den Wunsch von jetzt ist das wieder weggegangen. Bergel Killik, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich soll mal Rikuto Obito, Rikuto Madara und Naruto Rikuto nehmen. Also Eremita 6 Faden Modus. Dann nehmen wir mal Naruto Obito und Madara. Ah, okay. Wir nehmen das normale Rasengarn. Aha. Ist scheißegal. Themen wurden leider keine aufgeschrieben. Das liebe ich. Das heißt, ich habe wieder keine Themen zu labern. Oh, echt, Deidara in der Mitspielersuche. Was hat denn der auf dem Auge? Was hat denn der Deidara auf dem Auge? Hat er das schon immer? Nee, eigentlich nicht. Okay, egal. Fangen wir an. Ich verstehe nicht, wie man Deidara in der Mitspielersuche nehmen kann. Ich schwöre, da kriege ich die Krise. Echt? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ohne Witz. Nee, als ob. Natürlich, jetzt habe ich keinen Chakra mehr. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Oh. Ich hasse leider das Spammer. Och, Junge. Ich verstehe es nicht. Was bringt dir das? Was bringt dir das? Ja, okay, cool. Alter, hab ich eine Dose. Ah, okay, cool. Mach doch. Ja, fick dich. Ich verstehe es nicht, Leute. Echt, ohne Witz. Wieso nimmt der Deidara? Das heißt für mich nur, dass ich jetzt gnadenlos sein werde. Sorry, aber wer Deidara nimmt, dann tue ich halt auch Hardcore-Spam. Ja, fick dich. Ja. Wenn du mir so auf die Eier gehst. Madara hat's übelst gebracht, will ich mal erwähnen. Da! Komm! Mach doch weiter! Ja, jetzt bremst du hier oben rum. Das juckt mich nicht. Digga. Okay, dann machen wir was anderes. Echt, also der verfolgt einen so dermaßen. Das habe ich gar nicht gewusst. Krass, das wusste ich echt nicht. Ich dachte, der geht nur geradeaus. Okay. Ach, oh, Madara bringt seinen Hilfscharakter mehr gar nicht. Oh, Mann, Junge. Okay, jetzt du Pissnäcke. Jetzt. Ich hab doch Tauschschütze gedrückt, Mann.
mal da gekommen. Was mache ich da? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte was anderes machen. Das wollte ich machen. Und tschüss. Drecks-Daidara-Spammer. Verstehe ich einfach nicht. Was soll denn die Scheiße? In der Mitspielersuche, Alter, gegen dich spiele ich nicht nochmal. Alter, wieso lädt das überhaupt? Es gibt doch keine Bestenliste oder sowas dafür. Ich suche mir jetzt einen anderen. So eine Verarsche. Daidara. In der Mitspielersuche. Daidara. Ich habe doch erst im letzten Part gesagt, wie ich kotze über diesen Charakter. Und jetzt kommt der einfach. Okay. So, Kommentare, weiter geht's. Als nächstes werde ich dann... wen haben wir hier noch? Kakashi mit Obito und ich weiß, dass danach einer kam, Obito egal wer. Also, und dann hat jemand noch einen einzelnen Charakter geschrieben. Nein, auf jeden Fall Obito mit irgendjemand. Also werde ich Obito mit Kakashi nehmen. Jemand hat geschrieben Kakashi Hokage, den habe ich nicht mal. Keine Ahnung, wie man den überhaupt bekommt. Bekommt man den überhaupt? Das ist doch auch so eine Vorbestellungsding gewesen, glaube ich, gell? Ja, es war auch so ein Vorbestellungsding. Aber den habe ich nicht. Keine Ahnung, wie man den bekommt. Das, wenn es jemand weiß, kann das in den Kommentaren schreiben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das war auch so ein Vorbestellungsding. Also kein Plan. Auf jeden Fall werde ich jetzt Kakashi nehmen mit Obito. Es wurde nicht geschrieben, welcher Kakashi und auch wieder nicht welcher Obito. Was ich immer geil finde. Wieso konnte der Typ nicht normal spielen? Dann hätte ich mindestens Charakterauswahl machen können und dann hätte ich nochmal gegen den kämpfen können. So muss ich immer dazwischen labern, beziehungsweise warten, bis jemand anders kommt. Wie sieht denn eigentlich meine Statistik aus? Ja, ganz okay. Akumo, 570. Okay, kein Daidara. Los, nimm an. Okay, dann werde ich jetzt Obito mit Kakashi nehmen. Wir nehmen mal den Obito, weil den nehme ich nie. Oh, Kakashi. Ah doch, ich habe den in Hokage-Kleidung. Krass, wusste ich gar nicht. Aber wisst ihr, was mir dann einfällt? Dann nehme ich Kakashi aus das. Hat einfach den Grund. Ich kann dann nämlich das Ding bestimmen. Das Jutsu. Und ich will Kamui. Mir fällt gerade ein. Kakashi Hokage ist ja nach dem Krieg. Das heißt, er hat ja eigentlich gar keinen Sharingan mehr. Das macht dann so viel Sinn jetzt. Egal. Ein Support ist sowieso überhaupt nicht mein Ding. Und der nimmt Hinata mit Neji und Naruto. Ich krieg bestimmt die Klatsche meines Lebens. Außer der ist ziemlich schlecht. Aber mal gucken. Ja, das habe ich verdient. Shit. Oh. Ich hasse Neji. Ich hasse Neji einfach. Übel. Was macht er eigentlich, wenn ich mal auflege? Ah, cool. Die hat das geblockt! Will man mich verarschen? Ja, mach doch weiter. Echt jetzt?
Okay, wenn du nur auf Abwehr machst, dann mach das halt. Was war das jetzt? Was macht die? Boah, hätte ich nicht Neji treffen können, wenn das nicht. Ja, jetzt komm, beenden wir das mindestens. So, jetzt nehmen wir mal Opito. Da, so wie ich das jetzt gerade gemerkt habe, die nicht, der Typ oder die, oder was weiß ich, nicht wirklich gut spielt, das spielen wir jetzt normal. Gerade eben wollte ich nur ein bisschen Kakashi austesten. Deswegen machen wir jetzt was anderes. Was war das? Der hat jetzt echt Kakashi getroffen. Wir können in den Modus. Ach echt, der geht echt in den Modus. Krass. Oh, Neji ist da ganz schlimm. Ja, okay, gut, dass der Modus alle zu Ende ist. Haha, hast mich nicht gekriegt, hast mich nicht gekriegt. Hahaha, das ist so geil, die meisten wissen gar nicht, was Obito nämlich bei seinem Ding macht, bei seiner Ulti. Weil Obito, der da hier mindestens voll selten genommen wird. Das muss man echt zugeben. Aber dass da eine Freundin von mir den übelst abfeiert, was schon gestört ist. Nicht böse gemeint, falls das angekommen wird. Aber ist richtig krank in den Typ verknallt. Und die nimmt den immer. Und deswegen weiß ich, was der für eine Ulti macht. So, auf jeden Fall haben wir auch diesen Wunsch erfüllt. Dieser Wunsch kam von Neon und gleichzeitig von Rexy Senov. Oder Rexy Senov. Ja, einer. Stimmt, gegen den kann ich ja nochmal kämpfen. So, jetzt nehmen wir Tobi Großer Ninja Krieg. Ich denke mal, das ist der Weißmaske, gell? Zweiter Hokage, den nehme ich als erstes. Wo ist er? Oh, Tobi Rama. Und dann so. Der war ja auch gleich hier. Und wo ist Tobi mit der weißen Maske? Großer Ninja Krieg. Ja, ich denke mal, das ist der gemeint dann. Wasserwand. Egal. Ich benutze sowieso beim Tobirama meistens nur Taijutsu. Konan. Interessante Kombi. Okay, er denkt sich bei meiner Kombi wahrscheinlich auch so, what the fuck. Aber gut ist er jetzt nicht so gewesen. Ich meine, ich hätte mit Neji alles weggerissen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Echt jetzt? Was ist das für eine Verarsche? Das hat mich noch getroffen. Okay, die Hilfskräfte gehen mir jetzt schon nicht geil. Okay, jetzt, ich will mal jetzt gucken. Ach, das ist das Drecksjutsu. Und das ist die Scheiße. Scheiße, ich hätte was anderes nehmen sollen. Egal. Das juckt den einfach nicht. Hammergeil. Okay, wir müssen mal auf die Eier gehen. Jetzt kommt Patoman von Naruto.
Juckt mich nicht, deine Hilfscharakter. Juckt mich überhaupt nicht. Ich hab hier Luftschuss. Okay. Was soll das? Okay, kein Plasmenschimmer, was das soll. Aber läuft bei ihm. Nee, vergiss es. Komm doch. Ja, Mann. Komm. 1, 2, 3. Okay. Und tschüss. Ja, Patamon ist echt schon eine schlimme Sache. Hui. Ha, da war ich schneller. Shit. Oh, wie geil. Das will ich jetzt testen. Instant kill. Dann ist so ein Tricksnoop-Charakter. Das ist Hardcore. Oh. Okay, 3 Wünsche konnte ich ja jetzt mindestens erfüllen. Leute, schreibt mal mindestens ein paar mehr Themen rein. Nur Charakter ist zu viel. Ich kann nicht alle Wünsche eingehen. Wie gesagt, die, wo in diesem Mal nicht dabei waren, ich weiß, dass beispielsweise Gara genannt wurde ist und so weiter. Aber das werde ich erst beim nächsten Partner machen. Die, wo jetzt nicht dran kamen, sollen einfach nochmal einen Kommentar schreiben. Und schreibt ein paar Themen, über das ich ein bisschen reden soll. Vielleicht wollt ihr ein bisschen was wissen. Was halte ich beispielsweise von den Charakter oder den Charakter? Wie fand ich den Akt in Naruto? Wie finde ich die Liebesstory von Hinata zu Naruto? Irgendwas, was euch interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, dann wird das Projekt vielleicht nicht so lange laufen, wie ich vielleicht gedacht hätte. Ich weiß nicht, bei Revolution kamen mindestens ein paar Themen. Nicht viel, aber mir reicht schon, wenn nur 2 Themen kommen. Aber egal, bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen hoch da. Wobei, gucke ich überhaupt jemals die Daumen hoch an? Ich merke es nur, wenn... Ja, doch, ab und zu mal. Aber ich sehe eigentlich hauptsächlich die Aufrufe in die Kommentare. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ach ja, Livestream wird vielleicht, wenn es gut klappt, am Sonntag kommen. Rest der Woche habe ich keine Zeit. Ich habe die ganze Zeit Spätschicht. Ich komme immer erst um 9:30 nach Hause. Da sind die meisten von euch im Bett. Ja, so ziemlich. Also ich sehe es ja in meiner Freundesliste. Es sind nicht viele online. Okay, ein paar schon, aber ich will nicht immer dieselben im Livestream haben. Okay, sie können auch dabei sein, aber ich will auch ein paar neue haben. Ich tue immer gerne neue Leute kennenlernen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.